war gerade wieder sein Grollen. Finde ich voll wunderschön, wenn er das macht. Merkt das schon. Ihr beiden, mir noch. Ich suche gerade die Holzwand mit dem Fenster. Ja, am besten machst du die dann nicht oben hin, sondern unten hin. Weil oben bringt die nichts. Wir willst nur oben durchschießen. Ready, komm. Ja, ich wollte es eigentlich für unser Haus machen. Erstmal für Licht. Oh, der andere Diplodocus hat sich voll festgebackt. Hey, wir haben die Raptor-Bedrohung abgewehrt. Das ist schon mal mehr als bis jetzt immer drin war, ne? Nein, nein. Alle beide, nein. Was machst du denn da? Was sinnvoll ist. Ah, sehr schön. Freddy hat schon mal reingeschafft. Dann kannst du... Mona rennt da rum wie eine wilde Henne. Ach man, ich kenne die ganzen Dino-Befehle nur auf Englisch, das ist voll schwierig dann. Mona? Mona hat sich festgepackt. Oh, das ist ein Bronto. Welches da hinten? Das sind auf beiden ja, Seiten. Ja, so das da hinten, wo die Raptoren herkamen. Mona hat sich ganz schick festgebackt. Also was, Mona, ist dein Problem. Obwohl, nee, jetzt ist es auch mein Problem, weil ich komme jetzt auf der auch nicht. Ich hänge jetzt. Problem. Hm? Moment. Ich gucke, ob ich vielleicht helfen kann. Du könntest Marco wegziehen. Benutzt Fernglas. Fernglas. Ich bin schon dabei. Fernglas auf ihn T drücken. Jetzt geht's rund. Ja, jetzt müsste er eigentlich losstürmen. Ja. Da geht's. Der hat auch ein bisschen was geladen, nicht mehr viel. Was für eine Lane, ey. Er hat uns gern. Was zeigt er? Jetzt hat er sich gerade die Lampe voll festgebackt. Oh, ich weiß, wie ich ihn reinkriege. Wie? Du reißt einfach genug Wand weg. Ja, aber dann können wir nicht mehr das Lastentier benutzen. Ja, stimmt. Kriege ich ihn, ja, weil wir ihn nicht mehr rauskriegen. Ja, du hast recht. Wir packen ihn einfach mit ihm im Haus. Oh Gott, das ist mal so gruselig, wenn er auf uns zugestimmt kommt. Warum ist das gruselig? Er ist doch ganz süß. Ich finde das mega putzig. Kannst du ihn gleich übernehmen, wieder einpacken? Ich krieg das nicht mehr nicht hin. Ich krieg grad noch nicht mal meinen Para gehändelt, weil er so langsam ist. Lass mich erstmal mit den beiden Dinos hier fertig werden. So lange bleibt er bei dir. Mach ihn voll. Ist er nicht noch voll? Nein. Was meinst du, warum sich mein Para so abschleppt? Sogar ich hab mehr im Inventar als mein als der verdammte Para. Oh Mann, der Para ist so gnadenlos überladen. Da vorne ist der Schrank, du bist gleich befreit. Ich kann ihn schwer atmen hören, obwohl ich keinen Sound anhabe. So, so. So in etwa.
Genau so. Ja, ganz genau so. Wie das Leiden Christi. Para, danke. Was bist du? Oh Gott, nein, bitte nicht schon wieder. Was denn? Ach, so ein Dilo. Sieht echt nobel aus mit dem Marmorboden. Fand ich auch, das sieht mega geil aus. Ich würde ganz gerne erstmal die Wände austauschen jetzt. Ja, dann mach das doch mal. Ich bin gerade... indisponiert? Ja. So, ich habe auch mal in die Aufnahme ein bisschen Action reingebracht. Ich habe gerade mal einen Dilo erledigt. Oh. Übernimm dich bloß nicht. Irgendwas muss ich doch mal machen. Den Raptor wollte ich dir überlassen, weil du mehr Erfahrung... Oh Gott, Entschuldigung. Weil du mehr Erfahrung mit sowas hast. Sehr nett von dir. Also von mir aus kannst du Mark gleich wieder einfangen. Ja, ich komme gleich vorbei. Wenn ich hier alles gemanagt habe. Alter, übersteuerte Dino. Oh, echt? Das ist halt mega basslastig, das Brummen von dem. Komm her. Marco, komm, nur ein paar Schritte. Komm. Halt. Zu viele Schritte. Kleiner Übertreiber. Hier rein, du hast eine Achse. Hier kannst du den Schmelzofen. Sehr schön, das ist geil. Und den Trike-Sattel. Guck mal durch, was noch geht. Ganz unten haben wir ja noch ein bisschen was. Ganz unten kannst du ganz viel lernen. Für 0 Punkte. Diese Clipping-Sachen meinst du? Ja. Was machen die denn? Oder was ist bei dem besonders? Weiß ich nicht. Du kannst sie halt lernen, dann können wir es ausprobieren. Wenn wir jetzt ausprobieren, ja, gut, können wir Argument. Bei so ziemlich allen Sachen nicht machen. Ah.
läuft gerade wieder recht gut bei uns in der Ark. Wir haben einen Diplodocus, der gerade den Kopf durchs Tor steckt, als wäre es ein großes Fenster. Der andere hat sich echt voll festgebackt. Sein Kopf backt jetzt durch das Tor, aber ich glaube, das macht ihn nicht weniger süß. Nee, absolut nicht. Warte mal, ich habe auch Steine. Steine kommen hier rein. Steine werden hier gelagert. So, dann bastel mal. Ja, ich bastel ja schon. Oh Gott, unser Haus sieht ja aus wie ein Flickenteppich. Ich bin gerade dabei, es schön zu machen. Sieht ja aus wie Deutschland in der Renaissance. Ja gut, da ist Holztürrahmen. Samt Holztür. Wer es sich jetzt anguckt, versteht schon, was ich meine. So, unsere Paras dürfen wieder rumrennen. Habe ich ihnen gerade mal so gestattet. Marco kann ich das leider nicht gestatten, weil der würde weglaufen. Das ist ein ganz böser Dino. Und dann vielleicht unterwegs sterben und das möchte ich nicht. Ich habe ihn sehr gern. Da steht er doch ganz süß. Oh ja, das ist gut. Besser, oder? Das Haus. Jetzt müssen wir von vorne. Mach das jetzt überall und dann können wir drüber reden, dass es hübsch aussieht. Das Dach lasse ich erstmal aus Stroh. Das sieht ganz schön aus. Wenn man auf sowas steht. Ein Reetdach. Kommt dem Ark leider nicht so gut rüber. Ja, gut, hast du recht. Du müsstest mal über hier Schrägen? Rampen nachdenken. Die vermisse ich hier noch sehr. Mache ich nach dem nächsten Level ab. Gesundheit. Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich zwei Holztüren gebaut, verdammt. Wäre aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn du irgendwo noch eine Holztür einbaust. An der Außenwand. Durch die müssten wir dann zwar theoretisch crouchen. Wieso das da? Weil es mit den Foundations nicht so gut funktioniert wie mit den normalen. Aber. Wir müssen nicht die große Tür aufmachen. Genau, wir müssen nicht die große Tür aufmachen. Das wäre schon ganz genial. Mach ich. Genau, ich wollte den anderen Diplodocus reizen, damit der sich da freibackt. Ich wollte ihn ein bisschen auf die Nerven gehen. Gut, ich kann mich wieder bewegen, sehr schön. Und hoffen, dass der sich dann wieder ein bisschen frei bewegt. Ich finde das gerade eigentlich ein bisschen schade, wie der da rumbackt. So, Holztür ist drin. Was hast du? Ach, er hat einfach nur beide Wände gleichzeitig gesetzt. So, schon besser.
viel besser. Ja, da haben wir sie doch wieder frei. Ich hau schon ab, mehr wollte ich nicht. Ach Gott, Server, setz mich doch nicht zurück. Okay, die scheint jetzt wirklich etwas pissiger zu sein. Ah nein, sie hat von mir abgelassen, alles gut. Der andere Diplodocus ist wieder frei. Sehr schön. Langsam bekommt unser Holzhaus auch Struktur. Ist doch schön. Du sagst, wir sollten nur Rampen lernen. Was für Rampen meinst du denn? Es gibt nur Wooden Ramps. Ach so, die meinst du. Ja, muss ich kurz suchen. Oh, die kann ich sogar schon. Weil wäre dann eigentlich sehr viel schicker, wenn wir die als Hausaufgang nehmen würden, weil dann müssten wir uns nicht immer so überall hochwagen, auch für die Türme. Mach ich. Wäre das einfach schöner. Dann hast du noch nicht immer den Drang zu springen, was ja natürlich total doof ist eigentlich. Falls du noch Steine brauchst, hier drin sind auch noch welche. Los. Meine Schulter. Oh. Ich weiß auch nicht, was damit los ist. Ich hab's ziemlich übel in der Schulter momentan. Ach komm, die kann ich mal eben selber essen. Schmatz. Es wäre nett, wenn du den Para da wegbewegen. Achso, das geht trotzdem. Achso. Das könnte man, wenn man schlau ist, auch einfach aufsitzen und sie mal eben kurz ein bisschen wegbewegen, damit sie wieder losläuft. Oh, Markus, Vorderbein backt im Zaun. Echt? Bei mir nicht? Bei mir schon, hier. Ja, ich hab's gerade bei dir gesehen, bei mir ist es aber nicht. Ja, gut. Das sieht ziemlich heimlich hier aus, ne? Leute, kotet mal ein bisschen mehr. Ah, da hinten hat schon wieder einer. Unser Fältchen. Ein mittelgroßer Haufen. Da steht auch ein Produzent von ganz großen Haufen. Aber mit dieser pissigen die Artgenossin von ihm vor der Haustür möchte ich eigentlich wenig. Mich ungern raus. So, das ist gedüngt. Mit ganz viel Dino-Kacke. Okay, ich brauche ein paar Sachen aus Holz. Zwei Türen. Das ist zwei Türrahmen, besser gesagt, keine Türen.
So, und damit ist bis auf das Dach alles aus. Oh, ich sehe jetzt noch ein paar. Gut. Ich brauche noch. Hab ich doch irgendwas anderes? Nicht hinknien. Nicht hinknien. Ich mach nur ein Fenster und eine Holzwand. Dann wird es schön hier hinten. Trinken nicht vergessen. Und danke für die Rampe. Bitte, bitte. Du musst halt nur hier dann. Oder willst du das hier wie ein Dach behalten? Weiß ich noch nicht. Muss ich gleich mal angucken. Wahrscheinlich wird das ein Holzboden. Man kommt auch gar nicht mehr hoch. Echt nicht? Also ich zumindest nicht. Hier sollte auch noch ein Fenster sein, glaube ich. Also bis da auf der Wand ein Fenster haben. Na. Ja, sonst ist das ein bisschen toter Winkel, ne? Oder wie findest du das? Nö, kann ich machen. Schon jetzt. Weil ich kann nicht mehr hochklettern. Okay, also da noch ein Fenster hin. Herrlich. Doch, dann kommt nämlich auch noch ein Fenster hin. Und hier noch eine Holzwand. Tatsache. Mach mal die Tür weg. Die Tür trollt dich. Obwohl, lass mal so. Ja, so geht's wieder. Gut. Dann dürfen wir die nicht nach innen aufmachen. Das ist ja gut. Und man kommt ja auch ganz aufs Dach. Für den Fall, dass man mal was warten muss. Unserem super Rohrsystem. Hey, ich find's gut. Entschuldigung. Autsch, Alter. Hast du dir schlimm wehgetan? Die obere Zacke von meinem, ja, also das obere Stück von meinem X. Komplett. Futsch. Okay, das ist schon krass. Das war schon eine üble Landung. Ach Gott, der andere Diplodocus, der wird mich gleich auch wieder anmoppern. Die ist ziemlich piss, die Olle. Ja gut, warum haust du die auch, ne? Ich hab sie nicht gehauen. Ich hab sie ja nicht gehauen. Ich hab ihr eben nur eine Beere gefüttert. Damit sie wieder aus der Ecke raus ist und sich ein bisschen bewegen kann. Okay, ich habe kein Holz mehr. Wir haben da noch genug Holz, was willst du denn? Nein, das ist alles weg. Oder hast du irgendwo noch ein Dino voll? Das ist jetzt echt die ganze Kiste. Ja! Oh Mann. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ist dein Ernst. Es ist mein Ernst, ich habe alles verbaut. Alles. Oh Gott, der andere Diplodocus hat sich da an unserem... Nein, das war ein Hirschweif. Alles gut. Ja, ne? Okay. Ich hab ein bisschen Holz. Ein bisschen. Entschuldigung. Ja gut, es ist ja die Wahrheit. Es ist ein bisschen Holz. Wenn die eins sehr wörtlich fehlen nimmt. Nur noch 30. Soll ich mal 112 Zimtpulver herstellen oder willst du die 97 Steine für was anderes haben? Jetzt gerade eigentlich nicht. Hab ich vielleicht in Marco noch was drin? Was, an Stein?
Ein Holz. Nee, der ist leer. Hast du leer gemacht komplett? Der dürfte leer sein. Also kann sein, dass ich auch irgendwas vergessen habe. Ich geh mal nachgucke. Nee, das ist wirklich komplett leer, aber ich kann den skillen. Gewicht. So. Oh, das ist ein Baby-Trike. Markus, viel süßer. Hast recht. Absolut. So. Ist voll schön, wenn du gerade auf unsere kleine Veranda hier kletterst, dann scheint die Sonne durch die Tür ins Haus. Das ist voll schön. Oh ja, das ist wirklich voll toll. Ich will hier noch die Zäune dran bauen, dass man hier nicht mehr runterfallen kann. Auf dem Dach auch. Oder soll ich Marco unten am Strand postieren? Nee, am Strand ist immer so viel los. Weil er steht da unten schon so auf Kante. Ich muss ihn anders hinstellen, er steht da mega scheiße. Hi! Oh Gott, das ist voll putzig. Hallo, mein Junge. Komm mal her. Kommst du noch ein Stück? Oh, das gibt super schöne Bilder. Marco. Komm. Ich weiß, du schaffst es, hier lang zu laufen. Wo ist die olle Trulla? Ach, mal, ist die andere. Ich glaube, die will gerade was von dir. Steck hier einen Pfeil wohin. Jetzt den Marco auf den Hals. Ja, sie moppert dich an. Alter, aber frag nicht wie. Ach! Scheiße, die hat mich fast getötet. Was? Ja, weil der Knockback so hart war. Soll ich auch drauf schießen? Weil die irgendwie 10 Millionen Leben haben, ne? Hilft dir nicht gegen Marco und mich. Du kannst mich ruhig zurückstoßen, du machst doch gar keinen Schaden. Muss aufpassen, dass ich Marco nicht treffe. Oh, Schnellfeuer hier. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Da liegt sie. Ja, wobbel. Wobbel, wobbel. Alter, die Flanke ist voll punktiert. Ich mag diese Ragdoll-Effekte von dem Spiel. Oh. Alter, ist sie eingefallen plötzlich. Wie ein nasser Sack. Oh, die hat Inventar. Oh, echt? Cool. Ich habe ihr Rückgrat als Trophäe. Ach, cool. Ich kann Trophäenständer lernen. Lalala. Was? Guck nicht hin, Marco. Ich zerklopf sie nur. Ich hätte dich ja noch... Oh. Zwei dumme, ein Gedanke. Genau, zwei dumme, ein Gedanke. Alter, hat die viel Fleisch gegeben, die olle Kuh. Also, ich habe von ihr nochmal extra 27 Stück bekommen. Und die denkst du auch nochmal so 30. Wesentlich mehr. Echt? Ja gut, das ist früher drauf gewichst, ne? Ich hab mega früh aufgewichst. Ich hab allerdings keinen Pfeil rausgekriegt aus der ollen Kuh. Ich auch nicht. Marco! So. Oh, du rennst so süß, ehrlich. Zucker. Aber ich würde sagen, komm mal noch mal auf unser Balkon hoch. Ja, Moment, ich muss Marco eben... Komm, Moppel. Schaust du es um die Ecke? Na, ich mag den Meerblick, der ist voll geil. Pack's lieber auf der Seite. Ich pack ihn so, dass er mit... Oh, das ist ein kleiner Diloffo. Ein Baby-Diloffo. Warum hau ich jetzt eigentlich mit der Spitzhacke auf dem rum? Ich hab mir doch Speere gemacht. Boah, der...
Der Diplodocus dreht durch. Also Marco dreht durch. Wieso? Marco rennt mir hinterher, ne? Ja, das sieht aus, als ob er voll durchdrehen würde. Was? Was? Wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, ganz da war auch klar. Da, da ist er. Ich krieg dich, Baby. Wow! Was zur... Wieder weggeglitscht oder was? Aber frag nicht nach Sonnenschein. Okay, ich guck mal ganz kurz, was ich noch engrammmäßig lernen kann. Marco! Oh, Marco kommt. Oh Gott. Nein. Ja, wahrscheinlich ist deswegen der Dilophor gerade so weggerannt, weil Marco genau gemacht hat. Marco! Oh, wem gehört das große Häufchen hier? Großer Kothaufen. Marco! Komm her! Ich frage mich, ob der auch langsam herkommen kann. Marco! Marco! Marco, so stehst du mir zu weit weg von der Mauer. Ich muss ihn da in die Mauer kriegen. Nein! Ich höre nur, was du da machst. Marco, findest du den Weg? Oh ja, tut er. Hallo Marco. Er macht das toll. Alter! Was? Ich sehe gerade die neuen Engramme und wir Marco. Können eine Balliste bauen. Ich weiß. Und ein Radio, was? Also Radio im Sinne von Funkgerät. Da stehst du schön, hast einen schönen Meerblick. Er hat gerade mal eben kurz unser Haus umrundet, mit wenigen Schritten. Na dann, wenn das kann, ne? Es ist Marco, natürlich kann er. Ich guck mir gerade durch, was ich noch lernen muss, aber... Müssen oder können? Müssen, können, beide so ein bisschen. Ja, mal gucken, ob ich die beiden noch durchgegrillt kriege. Ach Mädel, du sollst doch nicht immer rennen. Einen großen Kothaufen reinwerfen. Yay. Und hoffen, dass da irgendwann mal Narco-Berries rauskommen. Ich muss das Tor zumachen. Da liegt auch nochmal ein Kothaufen. Ein mittelgroßer Kothaufen. Sagst du Bescheid, wenn du hier oben bist? Ja, ich muss im Auge behalten, weil ich gerade ja hier zwei Filets auf dem Grill habe. Ah, okay. Ob die noch was werden, ob die nichts mehr werden. Okay, sind schon was geworden, es ging schnell. Ich habe noch zwei Stacks Fleisch. Ich habe keine Ahnung, wohin ich mit dem anderen Fleisch gehe. Wir müssen mal dieses Räucherding bauen. Oh ja, stimmt. Das könnte ich vielleicht mal eben wegs machen. Vielleicht halten wir bis zur nächsten Aufnahme. Das wäre geil. Wo bist du denn? Auf dem Dach. Ich brauche nur ein bisschen Stein. Das habe ich auch gerade noch gesehen. Baue ich dann mal eben. Im Mörser. Im Mörser? Okay. Ja, Steine werden immer im Mörser gelagert. Hey, hey. Ah, hallo mein Schatz. Ah. Er guckt ums Haus, guck mal. Guck mal. Och, mega geil. Das ist so süß einfach nur. Er ist so toll. Ich hab ihn so lieb. Ihm darf nie was passieren. Boah, wenn das ist voller Albtraum. So, ich baue mal die Räucherkammer. Ich stelle sie mal draußen vors Haus, ne? So, sie steht hier um die Ecke. Ah, da muss auch Zündpulver mit rein. Ich hätte doch was davon herstellen sollen. Benutze Zündpulver, Öl und gegrilltes Fleisch, um nach einigen Stunden Räucherfleisch zu erhalten. Soll ich jetzt 112 herstellen? Ja, mach jetzt mal. Weil Steine sammeln ist jetzt nicht so schwer.
Bevor wir jetzt eben... Ach Gott, Gott. Du gehst hier rum? Ja, ich werde nicht mehr müde. Ich gucke gerade die Uhr. Viertel nach drei... Viertel nach elf. Ja, ich denke, dass wir auch gleich aufhören sollten für heute. Mhm. Hey, wir haben schon wieder 5 Folgen im Kasten. Darum geht's mir nicht, ich will mehr Zeit mit Marco verbringen. Ja, das ist... Du musst ihn auch noch mal so um die Ecke gucken lassen. Ja, okay, mach ich mal eben. Du musst ihn einfach nur oben auf die Kante stellen, guck da so um die Ecke. Oh ja, mach da. Oh Gott, ist das putzig. Du kannst auch näher rangehen. Ja, fein. Ja, fein. Kann man da auch fertiges Fleisch reinpacken? Ja. Das ist gut. Vielleicht hält sich das dann mal ein bisschen. Und rohes Fleisch? Auch. Nee, natürlich nicht. So. Dann kommt da das Zündpulver mit rein. Und was dann? Ich denke mal, dass dann... Das braucht einfach eine Weile jetzt. Kommt da wirklich nur zum... Ja. Vor allem, das ist ewig haltbar jetzt. Wir brauchen noch Öl, ne? Ja gut, an Öl kommen wir hier leider nicht dran. Ich meine, es kann uns jetzt nicht schaden, sagen wir mal so probieren. Okay, es reift, aber umsteht ja mit Zündpulver, um sie zu, ne? Genau, ich denke mal, das mit dem Öl ist eine Alternative. Und das andere gibt halt Räucherfleisch. Ich glaube, so bleibt es halt einfach haltbar. So. Komm mal mit hier hoch. Stopp. Oh. Ich rufe eine Eiersuche aus. Ach Gott, echt? Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum pimpern die nicht mehr? Jetzt weiß ich. Sie haben schon fertig gepimpert. Okay, ich helfe mal eben mit. Haben die das Ei hingelegt? Kann sein, dass es durch den Bogen gefallen ist, aber dürfte eigentlich nicht. Du musst es ja eher finden, du hast ja keine Bodendetails an. Gerade, ob es irgendwo unter dem Fundament gerollt ist. Ich kriege auf einen großen Haufen Kacke zu. Oder es ist halt durch den Bogen gefallen. Sehr wahrscheinlich. Oder sie hat es irgendwo draußen abgelegt. Das kann auch sein, dass sie trächtig war und wir dann unterwegs waren. Okay. Aber ich würde wirklich jetzt sagen, ja, wir haben einiges geschafft, die Aufnahme. Oh mein Gott, ein Baby-Truck. Oh Gott, süß. Danke für die Unterbrechung. Ich krieg gleich Ärger. Ein bisschen. Ich meine, ich denke, du willst ja öfter Ark spielen, aber wenn wir jetzt ewig im Voraus aufnehmen brauchen, ne? Ja, Entschuldigung. Dann brauchen wir es auch weniger spielen, das ist das Problem. Entschuldigung. Ach, ja, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal vielleicht mal in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwie noch was davon sehen wollt, was wir noch machen könnten. Weil so langsam geben wir ein bisschen die Ideen aus, was wir noch bauen müssten. Eine Sache wäre zum Beispiel eine Balliste irgendwie aufs Hausdach setzen, dass irgendwie auch mal Dinos mit abwehren können. Ja, und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.